Nicht jetzt, Frisk. Sobald der Sternenzerstörer sicher abgeliefert ist, kann ich dir antworten. Wohin denn? Wir haben unser Leben riskiert, um den Sternenzerstörer einzunehmen. Und jetzt sagst du nicht mal, wohin er gebracht wird? Nicht meine Sache. Außerdem setze ich etliche Leben aufs Spiel, wenn ich jetzt zu viel verrate. Und das nach allem, was wir für Projekt Starhawk getan haben. Hör zu. Ich kann dir nicht alles verraten. Lyndon, die Soldaten auf der Victorum haben uns gerade ein Totgeld geschickt. Jetzt? Mist. Ruf Mengard für eine Eilbesprechung. Ja, Mist. Gerade wo es spannend wurde. Okay. Kann ich hier nur mit irgendjemandem reden? Nein. Am Besprechen. Es gibt einen Notfall. Der gestohlene Sternenzerstörer hat unerwartet den Hyperraum verlassen. Hinter feindlichen Linien. Unsere Truppen reparieren den Hyperantrieb bereits unter Hochdruck, aber ihr müsst ihnen etwas Zeit verschaffen. Eine imperiale Flotte nähert sich dem Sternenzerstörer Victorum. A-Flügler sollen die feindlichen Jäger abfangen. Der Rest der Vanguard-Staffel unterstützt und verteidigt. Ich kenne die imperialen Protokolle genau. Zweifellos wollen sie die Victorum mit Ionenwaffen lahmlegen, bevor sie sie mit Shuttles zurückerobern. Ihr müsst sie aufhalten. Die Victorum darf auf keinen Fall zurück in die Hände des Imperiums gelangen. Sobald der Hyperantrieb des Sternenzerstörers wieder läuft, gebt ihr Deckung, damit er sicher in den Hyperraum springen kann. Ich schicke euch die Koordinaten, wenn es soweit ist. Alles klar. Dann mal mit euch beiden. Das ist meine Schuld. Ich habe den Reparaturaufwand unterschätzt. Jetzt ist das ganze Projekt in Gefahr. Hyperantriebe fallen außer. Was passiert? Wenn ich vorgeschlagen hätte, weitere Techniker nach Yavin zu schicken, wäre das nie passiert. Keine Sorge. Vanguard ist einsatzbereit. Sie sind rechtzeitig dort. Nicht wahr? Ich weiß. Aber ich werde trotzdem Hosnian Prime kontaktieren und weitere Ingenieure anfordern. Nur für den Fall. Bewegung, Pilotin. Also, bereit sind wir zwar nicht, aber ich glaube, es ist ja nichts anderes übrig. So, da ist nämlich Gunny. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich hinter feindlichen Linien festgesteckt habe, in der Schlacht von Mimban, im ersten Jahr der Klonkriege. Die Separatisten setzten ein Bataillon von B2-Droiden im Nenf-Flachland ein und schnitten uns von der 224. Klondivision ab. Ein Gewitter hat unsere Kommunikation blockiert, also habe ich mir einen Lufthüpfer geschnappt, um mich mit der 224 zu treffen und Verstärkung anzufordern. Lief nicht so gut. Auf halbem Weg über das Flachland haben mich die Droiden vom Himmel geholt. Glaub mir, so eine geschmeidige Bruchlandung hast du noch nie gesehen. Naja, außer dass mein Arm im Wrack feststeckte. Dachte mir, bevor mich die Droiden erwischen, verabschiede ich mich lieber von einem Arm. Man braucht sowieso nur eine Hand, um einen Blaster abzufeuern. Ich bin also mit nur einem Arm und verdammt mieser Laune aus dem Flachland gekrochen. So ein Elend wie mich hatten die Klone noch nie gesehen, aber sie pflegten mich zusammen und halfen uns, die verdammten Droiden wieder vom Planeten zu vertreiben. Hätte ich nur gewusst, dass die Klone 3 Jahre später durch Sturmtruppen ersetzt werden würden. Jedenfalls sollten wir zurück zum Hangar gehen. Die Victorum braucht uns. Ja, vielleicht waren die Klone gar nicht so schlecht. Also zum Hangar. Ich hab mich grad schon gewundert, hat die schon mal nur einen Arm gehabt? Haben wir hier noch etwas? Das hat wirklich komplett für VR gemacht. Muss man einfach sagen. Nur ein Gefühl, Frisk. Mehr nicht. Und was sagt dieses Gefühl? Ich glaube, das Imperium ist schuld. Die haben bestimmt den Hyperantrieb sabotiert, bevor unsere Soldaten das Schiff übernehmen konnten. Ich wirklich? Weiß, das klingt abwegig, aber Kyo hat meistens einen sechsten Sinn für sowas. Hör nicht auf ihn. Es ist doch keine große Sache. Auf Myrial wurden wir gelehrt, die Macht zu respektieren und ihr zuzuhören. Ich kann sie nicht einsetzen, so wie es andere konnten, aber manchmal spüre ich gewisse Dinge. Ich spreche nicht gerne darüber. Heutzutage weiß man ja nie, wer gerade zuhört. Aber mal was anderes. Wann hast du eine Vorahnung über die korellianische Lotterie? Hä? Ist das dein Ernst? Wir stehen kurz vor einer Rettungsmission und du denkst nur an Credits?
ich meine ja nur, solltest du irgendwelche Zahlen spüren, sag einfach Bescheid, okay? Vielleicht bedeuten sie irgendwas. Wir sollten uns wirklich auf den Weg machen. Ja, halten wir schon irgendwie zur Dachkarte, damit ihr irgendwie ein Gespür für die Macht hat. Er scheint da vielleicht doch ein bisschen Jedi, aber anscheinend nur ein Gespür. Okay. Also jetzt ein A-Flügler. Alles klar. Dann. Aber angeblich soll doch. Gameplay. Notenerfahrung, Standard, Schwierigkeit, Standard. Zielerfassungsgrad beibehalten, angepasste Lackierung, Avatar-Zeigen, Head-Up-Display, Pilotenporträts im Cockpit anzeigen. Wie gut, das kann ich alles ausschalten. Audio-Mode-Feed im Multiplayer-Lobbys anzeigen. Okay. Aber irgendwie hat es geheißen, wenn man das ausstellt, man kriegt echt genug Informationen. Lackierung, Zielfassung wird bewerten. Ja, lass mal einfach mal so. Nachdem ich eh nicht so gut bin in Sachen Schießen. Also da habe ich halt irgendwas mitbekommen, damit man da angeblich ein bisschen was einstellen kann. Naja, dann gehen wir mal los. Flügler sind so schnell, wie du sie fliegen kannst. Rumpf und Schilde sind zu schwach, um sich gegen Großkampfschiffe zu behaupten, aber imperiale Sternjäger haben keine Chance. Drücke X, um einen Sternjäger anzupassen. Okay. Wir haben einige Möglichkeiten, um dich im Kampf gegen die Thais noch effizienter zu machen. Mir gefallen die Schnellfeuerlaser und die Sperrfeuerraketen. Tame Impact KX Laserkanone. Verursacht guten Schaden mit akzeptablen Feuerrate und durchschnittlicher Kapazität. Eine ausgeglichene Wahl, die allerdings in keinem Bereich heraussticht. 9,1 Schuss pro Minute, 60,7 Schüsse pro Minute. Munitionskapazität 90,82 1000 Meter. Linker Zusatz, Sonderzugmine, Wehrfeuerrakete, Kesselschneider, Fassungsrakete. Okay, das lassen wir mal. Gegenmaßnahmen, Partikelexplosion, AR-Zugspiel. Köpfe. Das kann wieder gehen. Rumpf. Eikenverrohrkern. Warte. Von der Zielfassungsdauer plus 100, maximal bis 100 minus 100. Zusatz Waffenschaden, Primärwaffenschaden. Erlittener Zusatzwaffenschaden, okay. Maximal Gesundheit minus. Weil ich ein bisschen verlangsamt. Nehmen wir doch das hier. Schilde. Schildregeneration. Oh, viel, viel langsamer. Keine Schildregeneration, wenn leer. Ne, ist mal nicht. Triebwerk. Männlichkeit ist weg. Machen wir so. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Warte mal, wenn man da Primärwaffe. Kurze Reichweite, lange Reichweite. Aufladen 6 Sekunden, 12 Sekunden. Macht aber auch nicht so viel Schaden. Wir bleiben mal bei denen. Okay. So muss ich nur ausblenden. Mission starten war mit R. 2, 1, 7. Wow. Chris und ich kümmern uns um die restlichen
Alter Schwede. Das nenne ich mal eine ordentliche Kanone. Aua. Schild erhöhen wir mal. So, dann fliegen wir mal da entlang. Zerstört die Teilbombe, alles klar, ich versuch's. Alter. Was ist denn auf deinen Seiten? Upsala. Oh, ja, okay, gut. Alles klar. Komm, lad nach. Kann ich schon mal anvisieren? Okay, anvisiert. Oh, zu nah. So, nächster weg. Nächster weg. Und nächster weg. Weg sind sie. Boah, die Kanone ist echt übel. Okay. Da sind Feinde. Irgendwo? Wohin müssen wir? Folgen. Okay, ich folge dir. Oh Gott. Druck mir viele angreifen. Ziel auf einen Feind und tippe Y, um einen Angriff zu befehlen. Deine Teammitglieder konzentrieren sich auf dieses Ziel, bis es zerstört ist. Oder du ihnen einen neuen Befehl erteilst. Hinweis: Wenn du eine Versorgung antwortest, beendet der Trupp seinen Angriff und kehrt zurück, um dich zu verteidigen. Okay. So, und ich nehme dieses Ziel da unten. Wow, 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 wow. Wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist, wo ist mein Shuttle, wo ist mein Shuttle? Shuttle, Shuttle, Shuttle. So. Jo, meins auch. Wow. Übernimmt sie das? Wo ist das andere? Wo ist das andere? Ich sehe das andere nicht. Da ist das andere. Okay, gut, das fliegt da durch. Au, au, au. Okay, war vielleicht doch nicht zu klug. Ich sehe meinen Shuttle nicht mehr. Ich hab echt keine. Nein. Au. Au. Ich hab ein mieses Gefühl dabei. Ein ganz, ganz mieses Gefühl. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ich seh's nicht, ich seh's nicht, ich seh's nicht. Das war eng. Okay, gut, das hier ist meins. Au. Oh.
Ich weiß, immer mit der Ruhe, so. Jetzt hat erwische ich dich aber. Okay. Habt ihr das jetzt bald mal? Gut. Gerade etwas eng gewesen. Folgen, oder? Folgen? Wie hat man dieses Ding schon abgefeuert? Ich habe keine Ahnung. Halt, da oben folgen. Du kannst deinen Trupp befehlen, deine Verbündeten zu verteidigen. Ziele auf ein verbündetes Schiff bzw. eine Anlage und tippe Y an, um den Befehl zu erteilen, dieses Ziel zu verteidigen. Deine Teammitglieder versuchen jetzt, es von Angriff zu beschützen, bis du ihnen einen an den Befehl gibst. Okay. Zorn-Druiden anzufordern und zu einem Schiff zu reparieren. Okay, gut. Wo ist unser Schiff? Wo ist das Schiff? Ich sehe unser Schiff gerade nicht. Wenn ich sie verteidigen sollen. Ist das da? Nee. Hä? Okay. Ah, da. So. Okay. Ja. Zerstört die Tiger. Okay, warte mal. Gut, der ist weg. Dann hier einige. Komm schon. Das war's nicht, das war's auch nicht. Nein. Ach, so konnte ich die abfeuern. Okay, alles klar. Ich habe jetzt gerade alles durchgedrückt. Komm schon, komm schon. Okay, der ist kaputt. Hui. Das ist schön. Das ist toll. Ich hab da... Gut, Rakete habe ich abgefangen. Ich habe noch zwei. Was sind die? Das ist aber zu spät gefeuert. Ich habe mal wieder gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Lerne das trifft. Ja, jetzt grillen wir die Brücke der Victor. Gleich kommt der Boost. Wo sind bereit? Hau rein! Wenn du bereit bist, wende ab. Ja, du hast das.
Okay, alles klar. Jetzt kann ich jetzt das schnell dann Gas geben. Noch. Mal langsam hin. Na, wobei schneller. Jetzt kann man ein bisschen drosseln. Drosseln. Gleichmäßig. Oh. So. War ja klar irgendwie. Wir müssen sofort dorthin. So. Eins. Ich weiß nicht, was los war. Alles liegt super. Und dann fiel dieses Thema einfach aus. Klingt ganz so, als wäre euer Maui-Nullifikator blockiert. Setzt das System zurück und startet es neu. Das sollte helfen. Und. Go. So. Anvisieren. Feuer. Gut, erste weg. Zweiter weg. Upsala. Dritter weg. Solange es der Finger ist. Oh, oh, oh. Wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn? Ich sehe nicht mehr, ich sehe nicht mehr. Da ist er. Gut. Der ist weg. Wo sind die anderen? Noch nee. Ein. Der ist genau vorbeigeflogen. Nah für Bomben. Und für Granaten. Okay, gut. Oh, ich schieße gerade auf ein Seitenschiff. So. Und nächstes Schiffchen. Zerstört die imperialen Raider. Außer Reichweite. Okay, alles klar. Oh, oh. So, erstmal reparieren nochmal. So, wow. Gut. Das war ein Fehler. Wir hauen mal kurz ab. Die Schilde. Ich habe ein paar kleine Problemchen. Okay, jetzt geht's wieder. Mich etwas. Ich krieg keinen ins Visier. Oh. Gleichmäßig. Okay, perfekt. Vielen Dank. Au.
So wendet man. Ich finde aber jetzt gerade auch keinen. Der ist weg. Ich sehe aber gerade auch nicht die Raider. Das ist mein Problem gerade aktuell. Wow. Der hier. Gib ihm Schilde. Lädt auf. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Aua. Okay, alles klar. Wo ist der? Gib ihn erstmal wegfliegen. Da hinten sammeln. Okay, gut. Wir konnten die jetzt zwar nicht zerstören. Okay, gut. Die Raider war nicht mehr möglich zu zerstören. Oh. Ich bin nicht drin, deswegen. Wow. Jetzt bin ich drin. Ja, Raider haben wir leider nicht geschafft. Schade, aber gut. Ich hätte jetzt nicht gewusst, wie die genau zerstören soll. Ist ja egal, sonst hat die Raider weiterhin behalten. Unter großem Aufwand hast du den Sternzerstörer Victorium zur Nadiri-Werft, die tief im Bormia-Sektor verborgen ist, eskortiert. Hier wird er zu einem Teil eines neuen Kampfschiffs-Prototypen der neuen Republik umgebaut, dem Starhawk.